Das Märchen Das Schloss hinter dem Regenbogen zeigt in einem modernen Gilgamesch-Epos dasjenige, was die Menschen seit dem ersten Mythos überhaupt immer schon in ihren Unsterblichkeitsphantasmen an Blasenwelten auf der linken, inneren oder der rechten äußeren Seite anstrebten, nämlich das Unsterblichkeitsphantasma. Du freust dich nicht, wenn in den Bäumen das Laub rauscht? Sei ruhig, mein Söhnchen, sei ruhig. Ich werde dir die immerwährende Jugend schenken. Jugend ohne Alter und Leben ohne Tod. Ich werde dir die immerwährende Jugend schenken. Jugend ohne Alter und Leben ohne Tod.